200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Ihr könnt nach oben steigen, aus den rauchenden Ruinen des ehemaligen Distriktes, in dem Prometheum abgepumpt wird, rauchig, schlackig. Mit Blut und Sekret an euren Schulterplatten klebend schleppt ihr euch nach oben, verletzt. Einige Bolterschüsse, die ihr noch abgegeben habt, um die letzten Kreaturen der Gene-Stealers zu vertreiben. Und als ihr nach oben blickt, die gewaltigen Umrisse eines verzogenen, langgestreckten Mondes erkennen, aus dem zahlreiche Tentakel wuchern und wabern, Sporen, die den Himmel erfüllen. Und ihr wisst, die Schwarmflotte ist da. Aber die Welt muss gehalten werden. Was wollt ihr tun? Scheiße, unser Plan mit den Planeten abzuschirmen ist nicht aufgegangen. Ist das Signal kam an die Schiffe, kam möglicherweise um einiges zu spät. Ja, oder die Tyranniden sind einfach zu schnell hier gewesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie jetzt schon kommen. Wir sollten uns zurückziehen. Auf jeden Fall. Der PVS-Basis. Aber unseren Plan mit dem Orbitalschlag, sofern wir noch Kontakt zu der Schild der Angst aufnehmen können, sollten wir dennoch weiter durchführen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch sinnvoll ist, aber wir können uns mit denen besprechen. Wenn im Orbit schon Tyranniden-Raumschiffe sind, dann ist das vielleicht zu gefährlich für die Schild der Angst. Meine Lords, könnt ihr mich hören? Kommen bitte, kommen. Ja, hier Octavius. Oberstleutnant Grimmer hier. Gute und schlechte Nachrichten, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, aber wir haben da oben ein Schwarmschiff, so wie es aussieht. Man sieht es schon vom Planeten aus. Das sind in der Tat schlechte Nachrichten. Was sollen wir jetzt tun, meine Lords? Ist der Plan, das Fabrika-Gelände zu bombardieren, noch möglich? Ich gehe davon aus, aber das müsstet ihr mit der Flotte im Orbit besprechen. Dazu kann ich leider nichts sagen, meine Lords. Aber wir haben auch gute Nachrichten. Sprecht. Der Portika-Distrikt wurde befreit. Nicht nur der Avalos-Raumhafen. Vor wenigen Augenblicken haben sie angefangen, auf sich selbst zu schießen. Die ganzen Rebellen unter sich. Wir wissen nicht genau, was das ausgelöst hat, aber einige von diesen Vielarmigen, sie haben angefangen, auf die Rebellen zu schießen und dann verschwanden sie. Einige von den Rebellen haben dann selbst nach ihnen geschossen, aber jetzt sind sie verschwunden. Wir haben gewonnen. Die restlichen Rebellen werden zusammengeschossen. Sehr gut. Keine Gnade. Keine Gnade, natürlich nicht. Ja, ich nick meinen Brüdern zu. Ja, wir sollten abmarschieren, Brüder. Ja, aber wohin? Erstmal nach Süden. Vielleicht könnten wir unsere Chimäre, die wir zurückgelassen haben, wieder einsammeln und dann weiter nach Portika. Aber im Eilschritt. Ich will, ja, dass die Schild der Angst den Orbitalschlag noch durchführt. Es ist ein Unterschied, wenn die Xenos hier landen und schon Infrastruktur vorfinden können. Das ist ein guter Plan. Ich bin da eigentlich auch dafür, ich weiß nur nicht, wie stark die Verwüstungen in der Stadt sein werden, wenn wir dieses Fabrika-Gelände treffen.
Da ja da auch große Prometheum-Tanks liegen, ne? Nun, ob die Stadt dann so brennt oder durch die Hand des Feindes übernommen wird, ist der Wahrscheinlichkeitspunkt, dass wir dieses Gelände zerstören und dem sozusagen die Grundlage zerlegen, viel größer und einfacher für uns. Also während wir reden, sind wir schon am Losjoggen, ne? Ja, könnt ihr auf alle Fälle so tun. Ihr seht dann auch, wie euch Worgen selbstverständlich begleitet. Allerdings sind seine Augen so ein bisschen apathisch, blicken ein bisschen ins Leere, sodass er euch einfach nur stumpf folgt und gerade wenig sagt. Aber ja klar, er ist zwar Kardianer, aber auch nur ein Mensch. Und wenn das jetzt seine erste Begegnung mit einem riesigen Symbiarchen war, dass er dann so ein bisschen weggetreten ist, sollte natürlich auch erklärbar sein. Sodass ihr dann eben aus Richtung Fabrika-Distriktes in Richtung Süden laufen könnt, über die Brücken, wo ihr dann die abgeschlachteten Symbionten noch erkennen könnt, die hier immer noch liegen und der Rauch, der dann über euch hängt, immer noch stinkt es nach den ekelhaften Abfällen, die dann hier rundherum produziert worden sind, irgendwelche Servitoren, die dann abgeschlachtet auf der Straße hier herumliegen oder aber Menschen, die aus den Fabriken herausgekommen sind und ebenso abgeschlachtet worden sind, die lagen vorher noch nicht hier. Aber es ist wieder alles sehr ruhig. Die Maschinen, die vorher noch gelaufen sind, irgendwelche Bohrer, die wohl irgendwie in die Erde gehämmert hatten, sind wohl mittlerweile auch alle sehr leise geworden, sodass über Fabrika ja, fast wie ein Leichentuch, was hier über euch hängt und das Ganze eben in eine Stille taucht. Nur noch das leise Vibrieren eurer Servorüstung, die dann laufen, wenn ihr dann unter euch die Straße zermalmt oder den Sand verdrängt, wenn ihr dann auf ihm lauft und so dann in Richtung eurer Chimäre kommt. Während ihr näher und näher in Richtung des Kalistria-Sektors lauft, könnt ihr dann erkennen, wie wohl mehrere Geschosse aus dem Himmel herabregnen. Und so bleibt ihr einmal kurz stehen. Könnt euch das Ganze noch einmal betrachten. Das sind keine Sporenkapseln oder irgendwelche anderen Symbiontenschiffe. Das ist irgendetwas Gewaltiges, Schwarz-Silber-Goldenes, was auf euch zurast. Brüder, seht ihr das? Das ist doch nicht etwa der Orbitalschlag, oder? Wir haben den nicht angeordnet. Wenn dies ein Orbitalschlag wäre, wäre es eine neue, mir unbekannte Waffe. Denn im solchen Fall sollten es doch eher Strahlen oder sonst irgendwas in dieser Art sein. Lasst uns vorsichtshalber mal in Deckung gehen. Guter Plan. Ja, ihr könnt euch abkauern hinter einer der Ecken, lauscht noch einmal und könnt dann sehen, wie die Objekte größer und größer werden. Und dann könnt ihr irgendwann erkennen, dass es sich nicht dabei um Geschosse handelt, sondern vielmehr um eine gewaltige Kathedrale. Mehrere von ihnen, die mit einer feurigen Wut und einem flammenden Herzen auf euch zuschießen, auf die gesamte Hauptstadt, an verschiedenen Bereichen, Magistria, Portica, Kalistria und auch sogar einer, der in Fabrika landet, könnt ihr erkennen, wie dort gewaltige Kathedralen nach unten regnen. Gut, Brüder, das hat sich zu einer planetaren Belagerung ausgeweitet. Wir müssen strukturiert da reingehen und versuchen, unsere Kräfte zu sammeln. Gezielt diese Punkte. Scheiße, was sind das überhaupt für Dinge? Kathedralen sieht auf jeden Fall imperial aus. Ja, das vermute ich auch. Es ist auf jeden Fall imperiale Bauart. Ob sie noch in imperialer Hand sind, wird sich zeigen. Wir sollten versuchen, unser Schiff im Orbit zu erreichen. Vielleicht ist ja eine Verstärkungstruppe angekommen und hat gute bereits Idee. Verstärkung aus dem Himmel regnen lassen. Vielleicht ist es etwas Größeres. Womit diese Menge an und diese Größe an Objekten vom Himmel regnen lassen kann. Ich versuche denselben Kanal von eben und rufe das Raumschiff. Moment. Schild der Angst. Schild der Angst, hier spricht Bruder Octavius von den Ultramarines. Meldet euch. Hier Lord Captain Hydrafos. Wir beobachten hier auf der Oberfläche einige Landungsschiffe. Ziemlich groß. Könnt ihr uns irgendwas darüber berichten? Verzeihung, nein, die sehen wir nicht auf unserem Schiff. Allerdings müssen wir berichten, dass wohl der Kontakt zu der Astropathin von euch ist abgebrochen. Es gab wohl noch Kommunikation über Vox und es wird wohl berichtet, dass sie Selbstmord begangen haben soll. Wir wissen nicht, was da los ist. Vielleicht wegen dem Schatten, den die Tyranniden auf euch werfen.
Ja, das ist möglich. Ihr solltet euch um eure eigenen Astropathen kümmern. Vielleicht könnt ihr sie in Stasis versetzen lassen. Ich sehe da was auf unseren... Ja, jetzt sehe ich was. Ich kann mir nicht erklären, wo diese... Das sind Kathedralen. Kann ich mir nicht erklären, wo die herkommen. Verzeiht. Umfassenden Scan sofort durchführen. Selbstverständlich. Sieht so aus, als ob sie nun in allen Distrikten herunterkommen. Merkwürdig. Sie kommen auch teilweise nicht nur in der Hauptstadt herunter, sondern in den anderen kleinen Städten. Könnt ihr bestätigen, dass das imperiale Bauart ist? Ja, imperial, aber ich bekomme hier verschlüsselte Codes angezeigt. Das muss sicherlich etwas von der Inquisition sein. Meine Geheimhaltung gibt das nicht her, verzeiht. Gib diese Codes an meine Position weiter, vielleicht kann ich sie entschlüsseln. Selbstverständlich. Dann kannst du bemerken, wie hier eine Datenübertragung starten wird und in deinem Helm beginnt deine Dechiffrierung. Und während du mit der Dechiffrierung beschäftigt bist, können die anderen sehen, wie ungefähr 5 Kilometer südlich von euch, vor allem dann in Richtung des Lumpenmarktes, die gewaltige Kathedrale einschlägt, Erde verdrängt, es gibt eine gewaltige weitere Explosion, Gebäude, die zu Staub zerrieben werden und einfach Dinge, die vernichtet werden durch die einschlagenden Gewalten. Das ist ein gewaltiges Gebäude, was gerade gelandet ist. Von der Verständnis her so eher wie ein Zweifamilienhaus oder wie, keine Ahnung, ein Olympiastadion? Ja, imperiale Kathedrale. Ja gut, also die sind echt riesig, ne? Und während ihr fassungslos auf das Gebäude starrt, könnt ihr wohl auch hören, wie gewaltige Orgeln gespielt werden. Nicht nur vor dem Gebäude südlich von euch, sondern dann auch die anderen, die dann mittlerweile gelandet sind. Auch wenn sie dann meilenweit entfernt sind, aber ihr könnt sie hören, wie sie mit kristallklaren Orgeln spielen und auch Gesang, der angestimmt wird. Und dann könnt ihr weiteres Bolterfeuer aus dem Süden hören. Zum Imperator ist gerade hier los. Brüder, wir müssen uns ein genaueres Bild der Situation machen. Wir müssen zu einer dieser Kathedralen. Wir müssen sie so untersuchen, dem stimme ich voll und ganz zu. Wie geht es eurem körperlichen Befinden? Nun, ich werde schon durchhalten. Ich bin etwas angeschlagen, aber das geht schon noch. Voll einsatzfähig. Für den Imperator und Russ kämpfe ich bis zum bitteren Tode. Und bis dahin ist noch einiges übrig. Er dann schweigt und marschiert. Haben wir mittlerweile unsere Chimäre erreicht? Ja, die steht auf der anderen Seite. Ihr könnt dann über den Fluss einfach rüberspringen, beziehungsweise dann eben durch das Wasser gleiten. Weitere Symbionten trefft ihr nicht, nur noch eben diejenigen, die ihr abgeschlachtet hier zurückgelassen habt. Und gemeinsam mit Worgen könnt ihr dann die Chimäre in Richtung Süden steuern. Ich vergewissere mich nochmal, dass bei der Chimäre schön großes imperialer Adler drauf ist, dass wir auch eindeutig als Freunde zu erkennen sind. Ja, mittlerweile kann dein Helm dir auch die Verschlüsselung übertragen. Es handelt sich dabei wohl um die Orden vom blutigen Schwur, ein Kontingent der Adepta Sororitas. Ja, die Schwestern sind da. Vielleicht ist das die Rettung, Brüder. Wenn sie in genügend großer Zahl gekommen sind, dann könnten wir vielleicht sogar den Planeten halten. Ja, sie schien mir bisher immer als sehr fähig. Vor allen Dingen sehr eifrig und furchtlos. Fast wie ein Space Marine. Dann lasst uns Kontakt aufnehmen. Ja. Und uns synchronisieren. So könnt ihr weiter mit der Chimäre in Richtung Süden fahren und bereits eben die Zerstörung erkennen, die sie hier allein mit der Landung der Kathedrale auf dem Lumpenmarkt hinterlassen haben. Als würde der Lumpenmarkt selbst etwas hier eine Landezone darstellen. Alles ist eingeebnet, wie gesagt, ein gewaltiges Loch, was jetzt hier klafft. Und die Insignien von den Sororitas mit der Lilie, die überall drauf prangt und gewaltige Orgeln, die überall herausragen, die auch spielen die ganze Zeit. Ihr könnt dann sehen, wie
wie ein Schwarm sind sie aus den Kathedralen herausgeströmt, haben sich ausgebreitet in einem großen Kreis, den sie immer größer und größer ziehen und bringen die Heiligkeit mit Bolter, Melter und Flammenwerfer, wo ihr dann eben auch schon viele zahlreiche Leichen von irgendwelchen Rebellen erkennen könnt oder aber auch von Zivilisten, ihr wisst es nicht genau. Aber während sie dann die Chimäre anstarren, nicken sie euch wohl nur zu und beginnen dann weiter ihr heiliges Werk. Ja, also wir marschieren da mitten in den ihren Kommandobereich, würde ich sagen, und machen keine feindlichen Handlungen, also Waffen schön geschultert und sowas. Ja, wenn ihr aus der Chimäre rausspringt, könnt ihr dann auch kurz erkennen, wie ihr gemustert werdet von vielen der Schwestern. Sie schlagen dann ein Aquila vor ihrer Brust oder nicken euch nur kurz zu, während sie dann weitermachen. Und aus der Kathedrale tritt eine weitere Schwester heraus, die dann wohl als Anführerin des blutigen Schwurs zu erkennen ist und sich dann vor euch abkniet. Meine Lords, es ist mir eine Ehre. Ja, ich verneige mich ein wenig und hämmer mir mit der Faust gegen die Brustplatte und stelle mich vor als Bruder Octavius von den Ultramarines und meine Brüder. Dann seid mir willkommen. Ihr sollt alles bekommen, was ihr nun braucht. Ihr wart vorher schon hier, korrekt? Korrekt. Und euer Eintreffen ist auf diesem Schlachtfeld ist sehr erwünscht. Herzlichen Dank. Mein Name ist Schwester Kriemhild. Ich bin im Auftrage der Zelle Plikmos hier. Inquisitor Simeon Gallus hat uns beauftragt, hier für etwas Ordnung zu sorgen. Wir haben ein Nest im Fabrika-Bereich ausgeräuchert. Allerdings gibt es zahlreiche Überlebende, die flüchten konnten. Aber die größte Schwarmkreatur, ein Symbiarch, wurde von uns besiegt. Ihr seid, wie immer, engelsgleich. Wenn ihr mögt, die Flotte vom Inquisitor ist im Orbit. Selbstverständlich werden seine Schiffe nicht geordnet werden von den herkömmlichen Methoden der Schild der Angst. Aber solltet ihr ihn sehen wollen, werdet ihr einen Thunderbird von uns bekommen. Wir wollten gerade mit unserem Plan fortfahren, den Fabrika-Distrikt mit einem Orbitalbombardement auszuschalten. Sind von euch Truppen in der Nähe, die dadurch gefährdet werden würden? Nun, wir haben in jedem Distrikt Schwestern, die sich der Ordnung und der Reinheit annehmen. Aber wenn ihr mögt, können wir sie davon abziehen. Tut das bitte umgehend. Fabrika ist mit Prometheum-Lagern vollgestopft und es wird eine gewaltige Explosion geben, so wie wir das einschätzen. Dann werde ich sogleich den Befehl geben. Und bitte informiert eure Schwestern, dass der Portica-Distrikt von loyalen Kräften gehalten wird. Auch das haben wir so verstanden, meine Lords. Gut. Ich schaue meine Brüder an. Irgendwelche Ideen? Loyal bis zum Beweis des Gegenteils. Die Welt ist voller Verräter. Macht euch keine falschen Hoffnung. Wir werden selbstverständlich die Ordnung und die Imperatorgläubigkeit von ihnen testen. Aber erst einmal müssen die offensichtlichen Xenos-Kreaturen vernichtet werden. Wahr gesprochen. Wenn ihr uns erlaubt, würden wir gerne euch die Reinigung von diesem Sektor abnehmen. Ihr seht verwundet und verletzt aus. Wie gesagt, das Schiff der Inquisition ist vor Ort. Die Hammer von Scintilla. Ein Flachkreuzer, auf dem ihr alles finden werdet, was ihr braucht. Ja, Brüder, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich müsste tatsächlich mal wieder aufmunitionieren. Es wäre wahrscheinlich taktisch sinnvoll. Neuer Schlagkraft zurückzukommen ist besser als, ja, hier zu bleiben und nur halbe Kraft zu haben. In der Tat, dem stimme ich voll zu. Ein wenig Stopfen meiner Löcher wäre nicht verkehrt. Ja, am wichtigsten ist erstmal, dass ihr eure Biomasse regeneriert. Nun, meine heilige Rüstung ist wichtiger als ich selber.
Richtig, aber mit defekter Biomasse lässt sich die Rüstung nicht optimal benutzen. Ja, da sollten wir das Angebot annehmen. Ja, ich bin dafür. Weiß noch irgendjemand, wo wir unser Sonderhawk verloren hatten? Bei der Kirche. In der Kathedrale. In der Kathedrale sind wir abgestürzt. Dann würde ich die Schwestern auch bitten, dieses Sonderhawk, wenn möglich, zu sichern und zu überprüfen, ob man das noch reparieren kann. Selbstverständlich. Ja, damit kannst du sehen, wie sie euch einlädt in die Kathedrale und selbst dann beginnt mit ihrem Helm die Befehle zu geben, die ihr jetzt weitergeleitet habt. Ja, ich bin natürlich total erfreut, dass wir hier so Verstärkung bekommen haben und schaue mir sehr interessiert an, wie sie taktische und strategische Befehle erteilt. Ja, du kannst auch sehen, wie das alles wie ein Uhrwerk funktioniert, wie Häuser gestürmt werden, wie Explosionen ertönen, sowohl von Boltern, aber wie gesagt auch von Meltern, wo irgendwelche Wände einfach weggeebnet werden oder wie dann die heiligen Flammen da von den gesegneten Flammenwerfern der Sororitas dann irgendwelche Löcher ausheben und dann eben die wenigen Laserschüsse, die dann von irgendwelchen Separatisten oder sowas in die Richtung abgeschossen werden, einfach an den Servorüstungen der Schwestern auch abprallen und sie dann eben gerechtes Feuer unter die Rebellen bringen. Währenddessen ist einfach unglaublich, währenddessen spielt die ganze Zeit eine heilige Orgel, versprüht auch so ein bisschen Weihwasser über euch, sodass es als Regen abregnet und der gesamte Platz ist dabei, gereinigt und geheiligt zu werden. Wenn ihr in die Kathedrale eintretet, könnt ihr dort natürlich viele Schreine erkennen von irgendwelchen Heiligen, die dort aufgebahrt worden sind. Die Kathedrale selbstverständlich auch nicht beschädigt, sondern hatte natürlich irgendwelche Landevorrichtungen, damit das dann eben nicht passiert. Und wenn ihr euch ein bisschen umblickt und dann durch die gewaltigen Gänge marschiert, könnt ihr dort irgendwo neben der Sakristei auch ein eigenes Flugfeld finden, wo ihr einen breiten Thunderbird findet, der dann tatsächlich auch die Größe hätte, dass jemand mit Servorüstung dort Platz nehmen kann. Auch wenn er schwarz angestrichen ist und eher dann den Sororitas dienen würde, aber selbst für euch wäre Platz in diesem Thunderbird. Gut, ich überwache, dass meine Brüder und unsere beiden Kardianer an Bord gehen, beziehungsweise die Elisabeth müssten wir noch abholen. Die ist ja nicht hier, ne? Genau, die ist noch in der Lordsheimer PVS-Basis zurückgelassen worden. Ja, okay. Wenn dann alle Platz genommen haben, gehe ich als Letzter an Bord. Ausgezeichnet. Worgen kann euch dann abheben lassen. Es gibt dann noch ein paar Befehle, die ihr dann wohl mit einer weiteren Pilotin wechselt, die wohl keine Sororita ist, aber trotzdem eine Frau, die dort auch mit eingebrandeten Symbolen auf ihren Wangen und auf ihrer Stirn dann irgendwie zu dem Orden dazugehörig ist. Ihr kennt euch selbst nicht mit der Ekklesiarchie oder so etwas aus, aber dann könnt ihr euch erheben und rauscht in Richtung Fabrika oder Portica-Distrikt. Dreht dann noch eine kleine Kurve, könnt dann eben sehen, wie die Kathedrale aus dem Fabrika-Distrikt auch mittlerweile geräumt wird, wie die Schwestern abziehen und sich bereit machen, damit da der dann eben eingeebnet wird mit einem weiteren Orbitalschlag und einer Laserbatterie, die dann von der Schild der Angst oder eben vom Inquisitionsschiff abgeschossen wird und könnt dann eben ein bisschen kreisen, geht dann an der Lordsheimer PVS-Basis herunter, wo ihr dann eben auch die jubelnden PVS-Soldaten erkennen könnt, die dann da hier zurückgelassen worden sind. Geht dann kurz runter und lasst dann Schwester Elisabeth ebenso ein, die dann eben auch dankbar mit einem Nicken von der Pilotin aufgenommen wird. Sie stöhnt noch ein bisschen, dass ihr Bein wohl immer noch wehtut, aber lässt sich dann eben mit einem glücklichen Grinsen neben Worgen, dem anderen Kardianer, nieder, sodass ihr dann wieder abheben könnt und Torsholm kleiner und kleiner wird. Die erste Schlacht ist geschlagen, Brüder, und wir waren siegreich. Also wie es scheint, beginnt die eigentliche Schlacht gerade erst. Ja, ich befürchte, wir haben zwar unser Primärziel erreicht, der Feind allerdings auch seines. Ja, ich glaube, wir haben dem Feind einen ordentlichen Tritt versetzt. Ich denke, ihr habt recht, es wird nicht der letzte sein, den er braucht.
In der Tat. Ich denke, wir müssen ihn noch davon abhalten, überhaupt dort unten Fuß zu fassen. Wenn dieses Monstrum, was sich dort erhoben hat, dort unten landen kann, wäre es fatal für diese Welt und fatal für diesen Sektor. Vielleicht sollten wir den Kampf zu ihm bringen oder sonst irgendwas. Mit dieser Stärke. Das wäre wahrlich heroisch. Da wäre ich sofort dafür. Und ich glaube, wir hatten genug Feuerschlag. Mit den Schwestern, dies auch gegebenenfalls, mit Bravour und gerechtem Zorn des Imperators zu gelingen. Doch sollten wir uns zuerst einen genauen Überblick verschaffen, was hier jetzt genau passiert ist. Denn von diesem Inquisitor war nicht die Rede, soweit ich weiß. Oder ich habe doch etwas mehr abbekommen als erwartet. Soweit ich das verstanden habe, unterstehen die Sororitas dem Orden Hereticus. Und wir von der Deathwatch kämpfen mit dem Ordo Xenoth zusammen. So habe ich das auch verstanden. Nun ja, wir werden uns überraschen lassen. So könnt ihr mit Schweigen und dem Pochen eurer Muskeln die Drogen, die immer noch so ein bisschen von dem Kampf gegen den Symbiarchen in euch ticken und etwas abklingen, noch irgendwelche Einstiche, die Gabriel bei euch vornehmen kann, noch irgendwelche Überprüfungen der Biofunktion. Eine Stunde lang könnt ihr dann im Orbit das Schiff des Inquisitors ansteuern, ein schwarzes Schiff, so wie es eben üblich ist, aus ebenholzenen Metallen, die eben nicht spiegeln, die Schutzzeichen gegen die Verderbnis tragen. Tatsächlich ein schwarzes Schiff der Inquisition, was normalerweise Psioniker einsammelt. Hier allerdings als gewaltige, als Schlachtkreuzer, als Barke kaum zu erkennen ist. Nur wenn man eben genau weiß, wo man suchen muss, kann man auf sie zusteuern. Aber selbst wenn ihr sie mal mit euren Helmen anpeilt und versucht, sie dann eben zu orten, wird es euch nicht gelingen. Und so könnt ihr dann in den gewaltigen Korridoren einfahren, mit dem Stormbird landen und seht, dass hier viele Gänge im absoluten Dunkeln liegen. Nicht mal mehr die Notbeleuchtung, die dann hier irgendwie funktioniert oder angeschaltet ist. Die Größe und die Kraft von diesem schwarzen Schiff ist einfach wahrlich einzigartig. Könnt dann sehen, wie die Pilotin eben auch aussteigt und euch dann auch tatsächlich führen würde. Ja, also dass noch nicht mal die Notbeleuchtung an ist, das verunsichert mich ein wenig. Ich ziehe meinen Bolter. Wieso ist es hier so dunkel? Dies ist eines der schwarzen Schiffe. Erklärt euch, Pilotin. Ist dies normal? Also ich bin in vielen Schlachtkreuzern und so weiter bereits unterwegs gewesen. Wir können zwar mehr als 100.000 Personen aufnehmen, doch vieles hier ist hochautomatisiert mit Technik aus der dunklen Zeit. Wir führen nur eine minimale Besatzung.